So, hallo ihr Lieben. Wir möchten jetzt hier die Figur im Discofox wiederholen, die wir an den letzten zwei Montagen gemacht haben. Die Figur hat keinen Namen. Aber sie bekommt bald einen. Wir überlegen uns noch einen Namen. So, wie funktioniert die Figur? Zunächst mal aus dem normalen Grundschritt, Schritt, Schritt und Platz, bereite ich einen Handwechsel vor, damit ich rechte und rechte Hand habe. Schritt, Schritt und Platz. Einfach durch so einen Überschlag, Übergriff. Ja? Rechte und rechts. Jetzt nehme ich die Dame zu mir ran. Schritt, Schritt und Platz. Drehe leicht die Hand und lasse dann locker, sodass wir locker hinten die Handflächen aneinander haben. Die vorderen Hände, also links an links, hier so in Brusthöhe. Dame hält die Hand bereit. So, es geht gleich raus für die Dame, rechts herum. Und jetzt, die linke Hand des Herrn bleibt oben und er dreht sich während des Ausdrehens der Dame nach links, sodass wir hier 90 Grad voneinander verdreht stehen. Ja, also nicht frontal, sondern verdreht. Ja? Okay, bis hierher nochmal? Machen wir weiter. An der Stelle beginnt jetzt der Herr rückwärts zu laufen und die Dame vorwärts. Er mit links, sie mit rechts. Wir machen mal die Hände weg, lassen die Hände oben, bloß mal die Schritte. Schritt, Schritt und Platz und Schritt, Schritt und Platz. So, damit es ein bisschen schöner aussieht. Sobald der Herr rückwärts zu laufen beginnt, nimmt er die linke Hand hinter seinen Kopf und Schritt, Schritt und Platz. Und gibt ihr der Dame die linke Hand vorne. Ja? Und ein zweites Mal Schritt, Schritt und Platz. Die Dame dreht er jetzt hinaus, rechts drehend, an der rechten Hand und zum Schluss eine Gegendrehung oder Linksdrehung für die Dame. Wir machen es nochmal langsam durchgängig, aber langsam von der anderen Richtung, weil sonst seht ihr uns einmal immer von hinten und von vorne. Also Grundschritt, Schritt, Schritt und Platz, Übergriff und Platz rechts an rechts und Platz, ich drehe mich gleich links, hinterm Kopf, Schritt, Schritt und Platz und Schritt, Schritt und Platz und Dame, Rück und Platz und dann geht's wieder weiter. So, mit Musik zeigen wir es jetzt. Dann machen wir Musik. Man sieht schon eine große Rolle. Große Rolle können wir damit nicht belegen. Das ist eine Figur, die ja. Ach, jetzt machen wir mal Musik aus. Die Figur bewegt sich auf sehr kleinem Raum. Also wir machen da keinen großen Weg und lebt wirklich von den Armen. Also wir raten euch, das wirklich langsam mit den Armen durchzugehen. Und dann die Schritte dazu zu nehmen. Richtig, also genau. Gern das nur mal abzulaufen, ohne diesen Grundschritt, Schritt, Schritt und Platz, sondern nur mal das mit den Armen hinzubekommen, und wenn, weil davon lebt die Figur. Ja, je schneller die Musik ist, desto schneller müssen diese Übergänge dann auch sein. Ja, hier rein, schnell, hier raus. Und der Herr muss gleich drehen und gleich die Hand hinterdrücken und gleich die Hand. Ja, das muss relativ bei schneller Musik dann auch relativ schnell flüssig dann rübergehen. Bei langsamer Musik habt ihr natürlich viel mehr Zeit. Da klappt es auf alle Fälle. So, viel Spaß beim Üben. Ja, bis nächsten Montag. Ciao. Ciao.